Gigi verliebt? Erzähl ganz genau, was passiert ist. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas Süßes gesehen. Kommt da ein heißer Boy? Alte Ausschau nach dem Rettungsschwimmer. Und denkt denn keiner an Jill? Ey, das würde mich so kränken, wenn der jetzt was mit dir anfangen würde. Alter, also noch viel mehr gibt's in der 9. Folge von Ex on the Beach! Ex on the Beach! Ja, Leute, die letzte Folge endlich ja damit, dass 3 Leute am Strand waren und Camille, der Ex von Jill, ankam. Genau da werden wir wieder einsteigen, weil ich die ganze Folge natürlich reinziehen will. Ich kann das auf RTL Plus machen, Leute. Den Link unten in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt natürlich hier einfach abonnieren und dann ist der Drops gelutscht. Und dann gucken wir mal jetzt, was da abgeht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hi. Camille. Julia. Hi. Hallo, Gigi. Hi, Camille. Servus. Hi, hi. Da passe ich jetzt mal lieber auf. Also da wirkt er, glaube ich, schon so ein bisschen unsicher, ob er sie jetzt berühren darf oder nicht. Und Jill ist da ganz klar. Ich will deine dreckige Hand echt nicht. Ist so, Camille. Weißt du denn noch nicht, wo die überall bei Jill schon war? Übertreib man nicht. Du, Mädel, du bist mittlerweile alt genug. Du sollst dich mal mit mir unterhalten. Das sagst du mir. Ja, und vermutlich auch irgendwie zurecht, weil du bist jetzt schon wieder so weird abweisend, obwohl das wahrscheinlich noch komplett unnötig ist. Also, Jill, eine Hand geben kann man immer. Man kann danach kotzen und sie dann desinfizieren oder umgekehrt, aber Hand geben geht. Camille hat sich allerdings noch nicht mal 2 Sekunden hingesetzt, da wird auch schon direkt eskaliert und die beiden schreien sich einfach an und man denkt sich so, was ist bei euch passiert? Vielleicht das Problem bei dir selbst. Bei mir selbst? Du hast mich von vorne bis hinten verarscht. Du bist das Problem, aber du hast mich verarscht. Du bist aber das Problem, du hast mich verarscht. Und das ist eigentlich bis jetzt erstmal das Erste, was sie erzählen wollen. Gut, die werden nicht so schnell aufeinander kommen. Gigi und die Frau da sitzen dann da auch, denke ich so, gut, dann warten wir mal, bis die fertig sind und die hören nicht auf. Um die Situation aber mal ganz kurz zu entschärfen, will Gigi aber auch noch eine richtig heiße, wichtige Frage stellen, weil das interessiert ihn brennend. Ist auf Mann und Frau oder nur? Nee, nur Frau. Nur Frau, okay. Wollte nur mal fragen. Ja, erstmal für mich. Warum fragt ihr das? Weil er für ihn nicht wie ein richtiger Mann aussieht oder zu weich ist? Oder was ist das jetzt wieder für eine weirde Frage, wo Gigi? Das war nicht okay. Einfach geschockt des Todes. Was bei den beiden allerdings vorgefallen ist, erzählt uns dann Camille im Interview und mein Gott, das ist mal wieder heftig. Nein, war das halt so, dass ich gemerkt habe, dass sie sich mehrere Leute warm hält. Und dachte mir so, ja, warum ist das für sie in Ordnung und da kann ich das ja auch machen. Und ich finde, so kann man auch immer Probleme angehen. Boah, die macht etwas, was mir nicht gefällt und dann ist mir aufgefallen, dann mache ich es einfach auch. Nein, Leute, sprecht es doch einfach an, damit man eine Lösung findet und nicht gegenseitige Reibereien. Also so wird es ja garantiert nichts. Jill, willst du sagen, du warst ein Engel in der Beziehung? Wir hatten keine Beziehung, aber es sollte auf das Ernst hinauslaufen. Ja, aber warum hast du das denn nie gesagt? Warum hast du nicht gesagt, ey, kam mir so, ey, nein, du wolltest was Lockeres und ich wollte auch einfach nur Gesellschaft. So. Die hatten also nicht eine Beziehung, aber jetzt schon richtig Beziehungsstress. Aber ich liebe es auch, wie Jill sich einfach im gleichen Satz widerspricht. Also, es sollte auf eine Beziehung hinauslaufen, aber ich wollte auch eigentlich auch nur Gesellschaft. Also, wird es doch keine Beziehung sein, oder was? Was ist das dann? Mein RTL. Du wirst echt keine schöne Zeit in der Villa haben, dafür werde ich sorgen. Ich hoffe, dass die Mädels schnell merken, was für ein Arschloch ist und sich von ihm distanzieren. Hat sie nicht sowas Ähnliches bei Sascha dann auch gesagt und dann ging es da wieder voll ab? Also, das hält doch bestimmt auch wieder nur 10 Sekunden bei ihr, oder? Zwischen Jill und dir gibt es ungeklärte Themen. Nehmt euch auf einem Date Zeit für eine längst überfällige Aussprache. Ah, die beiden können jetzt also richtig Quality Time miteinander verbringen. Oh, die werden bestimmt nur noch rummachen, also das sehe ich jetzt schon kommen. Beide sagen noch so, boah, ich habe gar keinen Bock, gehen dann aber trotzdem los und Gigi darf dann berichten, wer da angekommen ist. Gigi, erzähl. Sag mal, Gigi, lass Gigi. Also. Gigi, erzähl ganz genau, ich was passiert ist. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas Süßes gesehen. Whatever. Also was auch immer Gigi jetzt mit Camille hat, keine Ahnung. Ich meine, er sieht einfach aus wie ein random tätowierter Dude Nummer 387. Aber was? Hä? Nein. Allerdings, als Roma dann hört, dass er voll der Softie und Süßie anscheinend ist, ist sie auch ganz enttäuscht. Sorry, aber ich weiß nicht, was sie mir hier reinbringt, ne? Aber das sind absolut nicht meine Typen, ne? Also die können vielleicht lieb und nett sein, so, aber so nett ist ja auch die kleine Schwester von Scheiße, so. Und das will Roma auch nicht. Aber wenn dann so ein Typ reinkommt, der sie verarscht und der richtig Bad Boy ist und scheiße ist, ist sie auch so, boah, was bringt der mir hier rein für Typen? Was ist das für einer? Also ich glaube, Roma ist einfach generell nicht zufrieden. Ich meine, egal was sie kriegt, sie denkt sich so, nee, das ist nicht mein Typ. Was ist denn Romas Typ? Also sobald sie ihn doch bekommt, heult sie auch rum. Na gut, ob die Wogen allerdings bei Jill und Camille geglättet werden können, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe vorhin schon genug geredet und er weiß, was mein Problem ist. Der weiß ganz genau, was er falsch gemacht hat. Deswegen erhoffe ich mir, dass gleich ein bisschen mehr von ihm kommt. Jill, du hast nicht genug geredet. Du hast ihn quasi angeschrien und zur Sau gemacht. Und was soll da jetzt noch von ihm kommen? Ich meine, du wolltest wahrscheinlich nicht da irgendwas klären gerade. Aber gut, Camille versucht's trotzdem. Ich brauche jetzt gerade einen Zeitvertreib.
Ja, okay, aber ich habe dir auch gezeigt, dass ich eifersüchtig war und man ist ja nicht ohne Grund eifersüchtig. Ha, Kamil, und da hättest du doch bei Jill damals merken müssen, sie will dich wirklich. Warum hast du das nicht gemerkt? Warum hast du nichts gemacht, Kamil? Ja, aber wenn ich doch danach versuche, mit dir zu reden oder den Kontakt wieder zu suchen, warum ignorierst du mich? Oder warum? Weil Vertrauen für mich die Grundbasis ist. Und ha, Kamil, also, wenn ihr beide was Lockeres habt, ja, mit anderen Leuten und Jill dann eifersüchtig wird und du das dann checkst und darauf eingehen willst, ist es halt schon zu spät, aber sie kann dir trotzdem dann vorwerfen, dass von dir nichts kam. Verstehe ich jetzt nicht, aber wer versteht schon Jill? Du kannst nichts außer gut aussehen, bin ich dir ehrlich. Du bist ein hübscher Kerl, du bist voll mein Typ. Was hast du bis jetzt erreicht? Was hast du denn erreicht? Hast du eine Ausbildung abgeschlossen? Ja, ich studiere. Also hat sie auch nichts erreicht, weil dann hat sie ja noch nichts abgeschlossen. Allerdings finde ich immer dieses komische Aufwiegen so, oh, du hast nichts in deinem Leben erreicht, weil du keinen geilen Job hast, keine Ausbildung hast, kein Studium hast, bla, ist so. Leute, wenn du glücklich bist mit dem, was du hast und einfach zufrieden bist, dann läuft es. Am Ende bist du eh tot und dann sollst du auf dein Leben gelebt haben, wie es Spaß gemacht hat und fertig. Und nicht ein auf, ich muss was geleistet haben, weil am Ende dankt dir keiner. Kann man sich irren. Aber ich finde den Wert eines Menschen daran bemessen, was für einen Job diese Person ausübt oder wie sie ihn ausübt oder was sie erreicht hat, bildungstechnisch, ja, ausbildungstechnisch, ist so, ne, das ist echt nicht meine Welt. Es waren jetzt allerdings natürlich trotzdem intensive romantische Gespräche bei den beiden. In der Villa geht's allerdings auch ab, weil irgendwie gibt's Probleme mit Gigi und Maria und Roma. Oh nein. Auf jeden Fall versucht mich, glaube ich, die Roma mich zu provozieren die ganze Zeit, glaube ich. Gigi braucht Frauen, Leute. Wir brauchen keine Männer, wir brauchen nur ganz viele Frauen für Gigi. Mit diesen Aussagen macht die Roma nämlich die Maria fertig und nee, ich glaube irgendwie nicht. Also ich glaube, damit will Roma nur die ganze Zeit drauf abspielen und sich drüber lustig machen, was für ein Fuckboy Gigi ist. Aber Maria fühlt sich davon angegriffen. Das erzählt dann Gigi der Layla. Layla sitzt der Roma und dann wird wieder eskaliert. Sie sich von dir provoziert fühlt, wegen den Kommentaren wie mehr Frauen für Gigi und so. Sorry, aber ich bin seit Anfang an in diesem Haus und du willst mir jetzt erzählen, ich provoziere. Dafür habe ich ja jetzt auch gar kein Verständnis. Ich meine, was ist das jetzt für ein Argument gewesen? Nur weil du von Anfang an im Haus bist, kannst du nicht provozieren, Roma. Ich meine, das wäre genauso, wenn sie behaupten würde, sorry, du behauptest, ich provoziere. Das kann nicht sein. Ich trinke gerne Orangensaft. Denk mal nach. Hat einfach gar keinen Sinn. Allerdings bauscht sich das Thema dann wieder schnell auf. Was? Ich hab das. Was? Nein, du warst, ich hab das dabei. Du warst dabei. Wir brauchen keine Männer, wir brauchen nur ganz viele Frauen für Gigi. Wo ist das fucking Problem, Alter? Junge, was machst du? Wieder losrennen und rumschreien. Und es gibt auch einfach kein Problem. Es ist einfach so ein mega kleiner Buschfunk, weil sie hört es von Ohr zu Ohr. Also ich meine, Layla hat es von Gigi erfahren und der hat es von Maria erfahren. Und Roma rastet jetzt schon wieder aus, wo ich mir denke, Girl, rede doch erst mit Person, bevor du ausrastest. Was ist das denn dauernd? Ich schnuddel mich einfach nur ein bisschen. Ich brauche das gerade. Nicht böse gemeint, aber wenn Michelle reinkommt, dann und seid ihr alle für mich Luft hier drin, also. Ihr müsst also gar kein Trara um Gigi machen, was jetzt nicht mal Trara um Gigi war. Ich meine, sie haben alle eine seltsame Geltungssucht jetzt, aber hey, okay, wir freuen uns auf Michelle dann, ne? Vielleicht klappt das sogar schon bei der nächsten Terror-Tablet-Nachricht. Du hast bisher noch niemanden gefunden, der zu dir passt. Ich. Können alle sein, ne? JJ. Safe ich. Es können tatsächlich richtig, richtig viele von denen sein, oder? Und warum ist das so? Weil das sind die schwer vermittelbaren. In der Tat. Halte Ausschau nach dem Rettungsschwimmer am Strand. Oh. Also ein Mann. Geil. Also ein Mann. Rettungsschwimmer. Rettungsschwimmer oder Schwimmerin? Romina. Und ich finde jetzt irgendwie, Roma guckte so, Rettungsschwimmer, kenne ich zufällig einen Rettungsschwimmer, der mein Ex ist? Oh mein Gott, oder? Also ich finde, das sah irgendwie so aus, als ob sie an irgendwas dachte jetzt. Oder kam das jetzt nur mehr so vor? Egal, wer darf denn? Romina. Zeit für ein Einzeldate. Wahrscheinlich wird sie mal wieder nicht amazed sein von dem Typen. Allerdings gibt es sogar ein richtig sexy Outfit für sie. Richtig gut aus. Hey, aber du musst ein bisschen pushen. So, die Dinger müssen raus, hä? So. Ich finde ja immer ein bisschen ihren Walk süß, wenn sie sich richtig freut, dieses Rumgewackel, oder? Das ist cute bei Romina. Allerdings finde ich es ein bisschen unangenehm, dass jetzt drei Typen um sie herumstehen, um ihr zu sagen, Girl, so musst du aussehen, damit es hot ist. Mm. Jetzt nicht so sexy. Streck dein Zug hoch. Ja, nicht schon, nein, aber nein, so eine, die so Bock hat auf. Ja. Wie die sich auch alle unheimlich sind. Soll ich direkt dazu rumkommen, Alter? Ja, ja, nein. Dass du eine bist, die Bock hat, wie eine Hure.
Leute, was macht ihr mit der Frau? Lasst sie doch einfach in diesem super knappen Bikini da hingehen. Den müsst ihr nicht noch knapper machen. Ihr seid auch ganz freizügig angezogen. Ich meine, der Typ wird sich eh denken, Romina ist leicht zu haben, doch nicht auch noch das. Während die sich dann aber natürlich aufmacht zum Strand und Baywatch-mäßig losrennt, gucken wir nochmal bei Jill und Camille, weil die haben ja auch noch immer ihr Date und da geht's langsam besser voran. Was sind Austern? Das ist ein richtig dämlicher Funfact. Ich habe das mal so am Rande mitbekommen, dass Austern einen so geil machen sollen. Ich dachte kurz, er sagt Austern sind ein Aphrodisiakum. Und das habe ich wirklich gehofft, dass er einfach dieses ganz normale Wort benutzt und er so, sie machen einen geil. Und Jill nur, echt? Wow, das ist ja super interessant. Oh mein Gott, ich liebe dein Wissen. Mal, glaube ich, in Trash TV kannst du mir auch jede kleinste Neuigkeit erzählen. Das ist die für immer neuestes Wissen, oder? Ich denke, zwischen Kami und mir ist auf jeden Fall noch ein Knistern da. Und Jill wäre bereit und hat Bock, nachdem sie ihn eben noch zur Sau gemacht hat und tausend Streits. Aber ich meine, das ist ja bestimmt auch jetzt schon eine Viertelstunde her, ne? Naja, aber Romina ist jetzt auch richtig glücklich, oder? Hallöchen. Hi. Hi. Alles gut, was ist Romina? Hi. Ist auf jeden Fall ein Leckerchen. Und die Romina wird da doch locker einfach mal drüber rutschen, ne? Allerdings denkt sie so, es gibt doch ein Problem mit diesem Typen. Optisch super, allerdings der offensichtliche Makel. Toll, mein Typ. Jetzt weiß ich nicht so ein bisschen so Bastian. Vielleicht ist er doch so halt auch vom Charakter ein Bastian. Was sind das für Aussagen? Oh mein Gott, bist du so ein Charakter, Bastian, oder ist es nur dein Name? Was, also, ich habe schon immer weirde Sachen immer von denen gehört, aber das ist so eine Aussage, no, 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 no. Ich bin gespannt, was da noch alles von ihm rauskommt auf jeden Fall. Ich glaube, ich möchte gar nicht sehen, was aus Basti alles rauskommt. Die beiden sind aber ein bisschen ins Meer gehüpft, was jetzt nicht so spektakulär war, kehren dann allerdings auch in die Villa zurück und dann gibt's da richtig Action. Ich bin wieder da! Hallöchen! Kennst du den? Maria! Die kennen sich schon wieder. Ich dachte ganz kurz, das wäre so ein No-Name, aber nein, die waren irgendwie bei Mein Date, mein bester Freund und ich. Ich hatte im Kopf, dass da irgendwie nur schwule beste Freunde dabei waren, aber das war anscheinend komplett falsch. Und ja, Maria und Basti kennen sich und der kennt dann auch irgendwie Gott und die Welt. Gehört zur Familie und freue mich so sehr, dass sie hier ist. Es geht. War ja klar, dass ihr Chaoten hier seid. Marc ist einer meiner engsten Freunde geworden. Also wir haben uns jetzt im Sommer kennengelernt. Das bedeutet, die kennen sich jetzt bestimmt auch schon 2 Monate. Und das ist ja quasi das ganze Leben. Mein Gott, diese Trash-TV-Welt ist einfach zu vernetzt für alles, ne? Also du musst wahrscheinlich auch als Kandidat dann nur anrufen und sagen, ja, ich kenne diese Person. Und dann, zack, kommst du auch reingerutscht, ne? Mein Gott. Allerdings ist Martini nicht so ganz begeistert von den neuen Typen. Sein Auftritt war jetzt ganz neutral. Aber ich rieche irgendwie Probleme. Und ich rieche irgendwie, dass Martini einfach nur ein Problem mit neuen Leuten hat. Also sobald jemand neu reinkommt, ist immer so, na, ich hasse diese Person, glaube ich. Das ist unangenehm, ich will ihn nicht hier haben. Und dann 2 Tage später ist er einfach Teil der Gang, bis eine neue Person kommt. Er so, ah, ich hasse diese Leute. Allerdings ist auch JJ nicht begeistert. Der sieht ganz komisch aus, sorry. Ganz komischer Typ, der sieht ganz komisch aus. Warum lacht ihr aber so laut hier? Unverschämt ist das. Was soll denn so ein Scheiß? Ja, das verstehen die Leute jetzt auch nicht. Alle hassen ihn jetzt schon und der hat nichts getan. Sie hassen ihn einfach nur instant, aber das legt sich dann bestimmt wieder. Außer wenn er dieses schreckliche, laute Lachen nicht abstellt. Gott, die haben auch alle Probleme. Na gut, Jill und Camille kommen allerdings auch von ihrem Date dann irgendwann zurück. Es ist spät abends, also haben sie richtig viele Stunden miteinander verbracht. Und sie ist jetzt hin und weg. Krasse Gefühle hatte und den ich auch, ich würde schon sagen, geliebt habe. Ich glaube, dass ich jetzt wirklich noch versuche, dass da noch was draus werden kann, weil er einfach wirklich so die Liebe meines Lebens war. Die beiden haben es nicht mal gebacken bekommen, zusammenzukommen und eine Beziehung zu führen, weil während sie sich kennengelernt haben, 10 gleichzeitig gefahren sind. Aber es war die Liebe ihres Lebens. Ja, nee, ist klar. Wir haben einen neuen bekommen, Jill. Und schon scheinen die Gefühle für Kamil wieder vergessen. Ja, waren doch aber auch wieder schöne 3 Minuten, ne? Ich meine, das ist wohl wirklich so, Jay, so, ich glaube, ich will es versuchen. Ich glaube, ich will ihn wieder lieben. Ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Oh, da ist ein anderer Typ. Ich muss mal ganz kurz nur mal gucken, ob der genug zu trinken hat. Ein Teufelsrochen. Von den Tattoos her, vom Style her, dein Charakter und sowas. Ich achte auch voll auf den Style und auf die Tattoos. Ich finde das Style auch super gut. So cool einfach. Und wir beide verstehen uns auch schon richtig super, merke ich gerade. Yes! Ja, okay, läuft. Eine neue Terror-Tablet-Nachricht bringt dann aber noch mal ein bisschen Drama rein, weil sich alle denken, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und es betrifft Camille. Gemeinsame Leidenschaft ist offensichtlich Tattoos. Wow. Geht auf körperliche Erkundungstour. Sehr gut. In der Date-Cabana. Er wird nämlich jetzt ein schönes Date haben. Camille und
das Girl da, das auch Tattoos hat. Und Jill ist nicht begeistert. Jill ist schon instant sauer auf ihn, obwohl er nichts getan hat. Ja, Gil ist auf jeden Fall sehr erwachsen. Hätte ich nicht gedacht. Auf geht's! Zusammen, Jill, ihr seid nicht zusammen. Du flankst dir jeden Typen weg. Du hast dir jetzt gerade schon wieder den nächsten Typen gegrabt, den du anflirtest und sagst jetzt Camille, was er zu tun hat. Was ist das denn wieder für ein Verhalten? Ich glaube, die möchte einfach dauernd mit unterschiedlichen Standards alles bewerten. Ey, das würde mich so kränken, wenn er jetzt was mit dir anfangen würde. Wirklich. Karma! Tja. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Als Jill nämlich mit dem Ex von Selina rumgeknutscht hat, Jan, in der letzten Folge, was wir schon wieder komplett vergessen konnten, dass das in der letzten Folge war. Der ist dann ja gegangen und dann ist das Thema gegessen gewesen für alle und sind jetzt schon wieder zwei neue Typen quasi an der Angel. Wow. Kami, ich stehe hier. Ganz ruhig stehen. Ich sehe alles. Wie kann man so asozial sein? Ciao. Ich glaube nicht, dass Kami die geil findet. Kami, ich glaube, das ist nicht asozial. Ich glaube, das ist einfach nur super, super unangenehm peinlich. Aber gut, so ist Jill halt. Das Date bei den beiden war eigentlich aber auch nur ein Tattoo aufkleben, weswegen es auch nicht so romantisch war. Vor allem, weil alle hochgeschrien haben, kann ja eh nicht viel passieren. Und dann treffen Kami und Jill nochmal aufeinander und sie mögen sich einfach. Du bist hier gerade die wichtigste Person für mich im Haus. Die ich aber auch hasse und die mir eigentlich auch egal ist. Aber du bist die wichtigste Person. Und das ging aber wieder recht schnell, ne? Aber die beiden, die haben jetzt vertraute Zeit miteinander. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass es zwischen uns ernster wird. Aber ich will auch nicht, dass eine andere mir ihn wegschnappt. Jill, wenn es bei euch nicht ernster werden soll, dass du dir auch nicht vorstellen kannst, dann schnappt ihn dir niemand weg, weil es ist nicht dein Typ. Das, so läuft es leider nicht. Nein, aber Kamil ist jetzt leider schon wieder auch hin und weg und will jetzt Jill. Ah. Ich will dich jetzt halt auch nicht bremsen, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ein anderer besser... Hör auf, mich abzuknutschen, das will ich auch nicht. Ah, die weiß einfach nicht, was sie will. Na gut, aber während die beiden jetzt voll in Love sind oder auch nicht, ist Gigi komplett fertig, weil er die ganze Zeit jetzt an Michelle denken muss und immer mehr denkt, oh Gott, die kommt bestimmt bald, die Alte. Hätte ich echt einen Knopf. Ich würde so gerne da drauf drücken, dass sie verschwindet aus meinem Kopf. Dass einfach alles gelöscht wird. So einfach papp. Aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Also wir durften uns auf 5 Minuten Gigi Heuldrama angucken, wie er wirklich sad war, weil er an Michelle denken muss, dass sie bald kommen könnte. Ja, und offensichtlich kommt sie bald, weil das Terror-Tablet gibt am nächsten Tag eine neue Nachricht. Romina, Gigi und Maria. Oh Mann. Wieder ein Typ, oder was? Geht zum Strand und findet es heraus. Ich glaube, wir können ahnen, wer kommt. Das kann halt auch echt gut sein, gerade weil Maria und ich hier sind, ne? Hast du mal darüber nachgedacht? Fuck. Die haben einfach Gigi dahin gepackt. Und die Frau, mit denen er schon rumgemacht hat, andere sind halt schon leider geflogen. Und der denkt sich nur so, ich bin am Arsch, wenn Michelle jetzt kommt. Und er kommt, ja, Michelle. Und die plaudert direkt mal, was passiert ist nach Prominent getrennt. Nach Prominent getrennt waren wir mehr oder weniger wieder zusammen. Das wundert allerdings keinen, aber wie kommt er dann jetzt zu Ex on the Beach? Dann kam die Anfrage von hier und er hat sich wegen der Gage, wegen dem Geld hierfür entschieden. Und dann hat sich Michelle gedacht, nicht mit mir, das mache ich auch. Oder wie? Also es könnte jetzt auch einfach ein fetter Plan sein von denen. Aber gut, die wollen sich jetzt beefen, sie sind jetzt wieder da und ich möchte mal ganz kurz den Werdegang dann von Michelle sehen. Die bei Temptation Island, ihre Beziehung ist auseinandergegangen mit irgendeinem Typen, ist dann auf Gigi getroffen bei Ex on the Beach, weil du ja jetzt nach Temptation Island zu Ex on the Beach gehst. Dann bist du bei Prominent getrennt gelandet, weil du mit deiner Ex on the Beach Beziehung wieder auseinandergegangen bist, um erneut bei Ex on the Beach auf deine Ex on the Beach Beziehung zu treffen. Wow. 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 Also das ist ja nicht nur ein fetter Kreis, das ist einfach nur eine Todesspirale, oder? Hammer. Wie das allerdings dann weitergeht, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier und auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.